Herzlich willkommen zu Deutschlands kuscheligster Schaufenster-Talkshow. Heute teile ich mir meine Bettdecke mit Wiebke Ester, Parteivorsitzende der SPD in Bielefeld und Bundestagskandidatin. Wiebke hat einen Doktor in Psychologie, was sie auf Partys lieber für sich behält, schwimmt leidenschaftlich gerne und hat extra für mich das schicke rosa Nachthemd ihrer Großmutter aufgebügelt. Wir probieren ihren selbstgekauften Kuchen und schauen mal, wer sich im Wahlwerbungsquiz besser schlägt, Wiebke oder das Publikum. Und was hat Wahlwerbung eigentlich mit Abfallentsorgung zu tun? Finden wir es heraus in den Bielefelder Bettgeschichten. Oh. Das ist die Schulterkomfortzone. Ja, ist das so? Hallo Wiebke. Hallo Olli. Schön, dass du bei mir bist. Ja, ich freue mich. Ich bin total gespannt. Und ich erst. Wie geht's dir? Gut. Gut. Freitagabend ist immer gut. Hast du jetzt Wochenende? Ja. Schön. Das heißt, du kannst dich jetzt hier bei mir ein bisschen auch erholen. Ja, ich fange jetzt an zu entspannen. Hoffentlich. Hattest du einen entspannten Tag heute? Ich hatte einen spannenden Tag. Einen spannenden Tag? Ja, spannenden Tag. Ganz anders als geplant, weil ich heute Morgen eine WhatsApp-Nachricht gekriegt habe mit einem Foto drauf, den zu sehen war, dass unser Parteibüro, ich bin ja der SPD-Vorsitzende, mit Farbbeuteln heute Nacht so attackiert worden ist. Da war so bei der Tür einmal so ein roter, ein schwarzer und ein gelber oder goldener, je nachdem, wie man das sehen will. Und dann gab es noch einen grünen weiter weg. Richtig viele? Ja, vier Stück. Oh. Genau, das hat dann auch noch ganz viel gespritzt, so ans Gemäuer und so weiter. Ja, dann bin ich erstmal ins Büro gefahren, obwohl das eigentlich gar nicht so geplant war. Und dann haben wir natürlich die Polizei angerufen, Anzeige erstattet, jetzt ermittelt der Staatsschutz. Dann habe ich die anderen Parteien angerufen, gefragt, ob bei denen auch was ist. Bei zwei anderen Parteien ist auch noch was gewesen, beim Grünen und bei der CDU. Ja, und dann haben wir uns natürlich irgendwie um verschiedene Sachen gekümmert und jetzt ist es aber schon wieder weg. Also wir haben es direkt entfernen lassen, damit es am Wochenende nicht mehr ist. Aber natürlich irgendwie fragt man sich dann, ja, wo kommt das her, ne? Ja. Was haben die gemacht? Ein Bekennerschreiben oder sowas gab es da nicht? Nein, nein. Gab es nicht, war nicht so wie beim BVB-Bus. Dann tappt man so ein bisschen im Dunkeln, ne? Ja. Ja, man tappt im Dunkeln, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich dann da irgendwie drum kümmern. Wir haben dann auch die Presse informiert und so. Aber dann ist auch gut, ne? Ja. Also, weil ich mache ja jetzt nichts irgendwie anders oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie klar, dass wir uns davon nicht beirren lassen. Und dann, ja, raubt an, das halt so ein Vormittag, wo man sich damit beschäftigen muss. Und dann ist auch gut. Das ist ein ganzer Vormittag, geht dann dafür drauf. Das heißt, du bist nicht ganz so entspannt hier hingekommen heute, wie ursprünglich geplant? Oder was hättest du sonst gemacht heute? Ja, letztlich, ja. Ich wollte ja eigentlich Kuchen backen, weil ich habe ja so eine Aktion, ihr den Kaffee, ich den Kuchen, wo ich wohin komme und Kuchen mitbringe. Und jetzt wollte ich heute einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen. Und der ist jetzt gekauft. Diese Aktion, die du machst, also ihr den Kaffee, ich den Kuchen, läuft das gut? Ja, das läuft gut. Also da müssen wir der Ehrlichkeit zu sagen, läuft das auch deswegen gut, weil Mama meistens den Kuchen nämlich backt. Naja, aber wie ist das? Also, die Leute fragen dich dann an und dann... Genau, das ist eine Sache, die habe ich mir als Politikerin letzten Sommer überlegt, als irgendwie so klar war, dass ich irgendwie für den Bundestag kandidieren will, dass ich jetzt Parteivorsitzende bin. Ihr den Kaffee, ich den Kuchen, hat halt zum Sinn, dass ich mich quasi einladen lasse und ich bringe dann den Kuchen mit, damit die Gastgeber nicht so viel Arbeit haben, um ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die mit mir auch ins Gespräch kommen wollen. Also zum einen, die mir dann Fragen stellen können zu irgendwelchen Positionen oder was ich dazu halte oder davon oder sonst irgendwas. Und halt auch vor allem, um zuzuhören. Also das ist so für mich wie so ein Instrument, wo ich sagen kann, da behalte ich den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, so, meine Politikerin oder die Politikerin von der SPD, mit der möchte ich halt mal was besprechen. Und dann glaube ich, das ist eine ganz gute Atmosphäre, wenn man das dann zu Hause... Weißt du dann, wo du hinkommst? Ja, ja, klar. Also die melden sich dann an und dann recherchierst du oder telefonierst du vorher mit denen? Oder gehst du einfach so, du springst dann ins kalte Wasser quasi? Ja, aber meistens sagen die, also die melden sich dann schon und sagen schon, dass sie irgendwie hier oder da was haben. Das heißt also, es ist eine Form von, eine ganz moderne Form von Bürgernähe, die du da herstellst. Ja, ja, genau. Das könnte ja auch jetzt mal passieren, dass jemand so, der richtig anti ist, dich einlädt. Hättest du da nicht Sorge vor? Gehst du da mit Bodyguards hin? Gehst du da alleine hin? Nein. Aber es wartet schon jemand vor der Tür dann, wenn es drin laut wird. Na, das kommt drauf an. Manchmal gehe ich alleine dahin, aber manchmal begleitet mich auch jemand.
Unser Büromitarbeiter, der Freddy, kommt dann mit, weil es auch manchmal auch dann angenehmer ist, wenn man zu zweit ist, wenn man bestimmte Sachen hat und wir zum Beispiel, wenn die bestimmte Fragen haben oder sonst irgendwas, was wir recherchieren müssen, dann kann er das mit notieren. Ach, das wird dann quasi live gleich irgendwie nachgeguckt. Da kann aber um das aufzunehmen, ja. Ne, dass ich halt jetzt dann nicht irgendwie da so beschäftigt bin oder ansonsten auch irgendwie immer Fotos zu machen oder sonst irgendwas. Aber nee, ich gehe da schon auch alleine hin, weil ich glaube, man muss jetzt als Bürger schon auch oder als Politiker jetzt auch schon irgendwie nicht so das Riesenmisstrauen gegenüber Bürgern haben und sagen so, ich kann nicht mehr in Kontakt mit denen kommen oder so. Ja. Meistens hat man ja vorher eben den Kontakt, ne? Man schreibt ja mit denen vorher oder irgendwie, man sagt dann irgendwie was dazu. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, da soll, möchte lieber jemand mitkommen, dann kommt jemand mit, aber muss man nicht immer sein. Okay. Das heißt, wir können das jetzt ausprobieren, wie sich das anfühlt hier live im Bett, ne? Ja, also meistens sitzen wir eher am Küchentisch, als im Bett schon kurz zu essen. Ist das erste Mal? Aber ja, ich bin auch eigentlich nicht so, also ich frühstücke auch nicht im Bett. Nee. Nee, es krümmelt so viel. Ja, das krümmelt. Ja. Hast du Krümelkuchen mitgebracht, oder? Ja, der heißt Sand, Apfelsandkuchen. Das klingt krümelig. Finde ich. Aber sonst müssen wir hier gleich einmal so aufschütteln. Wir brauchen so einen Staubsauger, um das hier ein bisschen wegzusaugen. Ja, oder wir machen hier so über der Bettdecke und dann machen wir so schuh, und dann fliegt das hier einfach nur alles durch die Gegend. Ja, dann lass uns einfach ein Stück Kuchen probieren. Ja, gerne. Ne? Und einen Tee dazu trinken. Ja, ne? Nicht, dass du das heute Nacht nicht einschlafen kannst. Ja, ja, das ist sowieso auch die Sache. Also das heißt, ihr den Kaffee, ich den Kuchen, weil man natürlich Kaffee und Kuchen sagt. Ja. Aber eigentlich trinke ich lieber Tee. Ach so, okay. Genau, von daher ist Tee schon richtig. Gut, dass wir Tee organisiert haben für dich. Bringt uns das jemand von der... Ja, perfekt. Ja. Super. Wenn das organisiert wird... ich habe eben schon gesagt, du springst manchmal ins kalte Wasser, ne? Ja. Du springst nicht nur politisch manchmal ins kalte Wasser, was Kaffee und Kuchen, und ich den Kuchen angeht, sondern du springst auch gerne so ins kalte Wasser oder überhaupt ins Wasser. Du bist eine leidenschaftliche Schwimmerin. Ja, ins Wasser, also das darf dann schon ein bisschen beheizt sein. Es muss nicht 24 Grad haben. Ja, genau, ist ein bisschen weniger geworden jetzt, wenn ich mehr Politik mache. Irgendwo muss die Zeit hierher kommen, aber ich bin wirklich so eine Wasserratte, aber das eigentlich ist die ganze Familie. Mhm. Also, hast du Geburtstag heute? Da hat jemand den Knopf gedrückt. Nee, hatte Nein. ich nicht. Nee, okay. Ich habe gut, ich dachte schon, ich hätte irgendwas verpasst oder verschenkt. Habt ihr das draußen gehört? Ja, ne? Ach, das ist, guck mal, so empfindlich ist das, ne? Ja. Genau, aufpassen. Das ist der Tortenheber mit der eingebauten Musik, ja. Ach Gott. Ich habe nur den einen. Ach, das ist aber ich hab nur den mit der Musik. Und ich glaube, der oberste Knopf ist Happy Birthday to you. Ja. Ach, gibt's mehrere? Es gibt auch Jingle Bells und so. Und du bist auch. Geil. Aus einer Schwimmerfamilie. Mhm. Also das ist, würde ich auch sagen, das, was meine Kindheit und meine Jugend mich in der Zeit am meisten geprägt hat. So, also seit ich zurückdenken kann, sind wir mit der ganzen Familie in den Schwimmverein gegangen oder ins Hallenbad gegangen, dann, wenn die Zeiten vom Schwimmverein waren. Mhm. So, also das war mal so als Kinder montags abends ins Kesselbrinkbad gab es da noch, ne? Das alte. Genau, ist auch mein Lieblingsbad noch. Das will ich besten Zeiten geschwommen. Dankeschön. Ja, und dann hat Mama unten im Keller die Nichtschwimmer gemacht und Papa oben die fortgeschrittenen Gruppe. Ach so, das heißt, Dankeschön. Das heißt, deine Eltern waren Schwimmlehrer.
Ja, also als ehrenamtliche Trainer da, genau. Und haben im Vorstand auch noch dann was gemacht und sowas alles. Genau, und je nachdem, wie alt wir waren, waren wir dann auch. Anfangs im Keller bei den Nichtschwimmern und dann immer ging es mal Bahn 1, Bahn 2, Gruppe Bahn 3, 4 und so weiter. Aha. Und dann, als ich irgendwie... Das heißt, deine Eltern waren schon im Sportverein, im Schwimmverein? Die haben sich da kennengelernt. Die haben sich im Schwimmverein kennengelernt? Ja, die haben sich da kennengelernt, irgendwie mit 14 und 15 und seitdem... gehen die gemeinsam durchs Leben und auch gemeinsam in den Schwimmen. Also du bist dann quasi schon mit Schwimmhäuten auf die Welt gekommen. Ja, so ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt irgendwie schon seit über 30 Jahren im Schwimmverein. Mhm. Und das mit Anfang 30. Und dann ist der Trainer weggefallen und dann bin ich halt relativ schnell von dieser eigentlich Schwimmerin irgendwie zu der Trainerperspektive gewechselt. So. Und dann habe ich noch mehrere Jahre erst die Mannschaft trainiert und dann gab es nochmal ein vereinsübergreifendes Projekt in Bielefeld, so Talentsichtung und Talentförderung, wo wir so ein Konzept ausgearbeitet haben, wo die Kinder 3 Jahre lang auch mit Trockentraining ganzheitlich und sowas geschult werden sollten und sowas. Dann habe ich das gemacht und dann, als ich ins Ausland gegangen bin für mein Auslandssemester nach Kanada, da musste ich ja alles abgeben, weil ne, man muss ja dann regelmäßig irgendwie vor Ort sein, dann musste ich alles abgeben, dann bin ich ins Ausland gegangen. Und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich gesagt, ah, vielleicht will ich jetzt mal was anderes machen als irgendwie nur Hallenbad und Chlorluft. Und dann bin ich irgendwie so zufällig in die Politik reingestolpert. Zufällig? Ehrlich. Ja, ich war in Kanada an der Uni und habe dann so ein Unisystem kennengelernt, was halt ganz anders funktioniert hat. Ja, ich bleibe bei Wasser gerade hier, erstmal so warm hier. Prost, Wiebke. Und habe da kennengelernt, dass Uni ganz anders sein konnte. Und dann bin ich zurück an die Uni Bielefeld gegangen und habe dann Hochschulpolitik gemacht, weil ich, das war ein bisschen studierendenfreundlicher in Kanada und da wollte ich, dass das in Bielefeld auch so wird und dann. Und dann war halt dann die ganz aufregende Zeit, weil das war ja dann die Zeit, wo dann Rüttgers kam und die Studiengebühren eingeführt hat, die allgemein, da gab es ja ganz große Proteste, da waren wir dann mit dabei und dann gab es 2007 noch ein neues Hochschulgesetz, da hat sich auch ganz viel geändert. Und diese ganzen Sachen haben wir dann mitgestaltet. Du hast Sozialwissenschaften, Psychologie und Geschichte studiert, ist richtig? Ja, ich habe angefangen Psychologie zu studieren auf Diplom und als ich dann aus Kanada wiedergekommen bin, in Kanada habe ich noch Sportpsychologie und dann so Politikwissenschaften und Anthropologie und sowas gemacht. Da habe ich gesagt, ich will noch einen zweiten Studiengang dazu machen und dann habe ich Sozialwissenschaften und Geschichte im Bachelor studiert nebenbei. So. Und bis jetzt hast du einen Doktor gemacht vor 2 Jahren, bis jetzt Doktor in Psychologie. Genau. Sagst du das auf Partys, wenn du wohin gehst? Dass ich Psychologie studiert habe? Nee, meistens. Also ich kenne Leute, die, ne, die sagen, nee, ich sag doch nicht, mach was mit Menschen. Ja, ich hab eine Freundin, die hat Theologie studiert und die sagt immer, Wiebke, das ist bei uns genau das Gleiche, wenn wir auf einer Party stehen und dann fragen dich die Leute, oh, und was machst du? Also es war noch zu Studienzeiten. Ja, ich studiere Psychologie oder halt ich studiere Theologie, dass dann direkt kommt so, ah ja, okay. Ich hole mir mal ein neues Getränk. So. Aber, also ich würde immer noch sagen, also das ist mein Traumfach, Psychologie. Ich finde, es gibt kein spannenderes Fach. So, weil ich meine, womit beschäftigen wir uns mit Menschen? Ich finde, es gibt nichts Spannenderes, als sich mit Menschen zu beschäftigen. Mhm. Also für mich zumindest. Aber, es ist ja jetzt nicht so, dass wir da lernen, dass ich irgendwie, ne, dieses Stereotyp irgendwie, dass ich dich jetzt dir vor die Nasenspitze gucke und dann weiß, was du für ein Mensch bist oder sonst irgendwas. Es ist ja eigentlich eher so, dass man, glaube ich, einen Blick dafür bekommt, wie unterschiedlich die Menschen sind und eigentlich auch, das habe ich mitgenommen, erklärt, aus wie vielen verschiedenen Gründen sich erklären kann, wie unterschiedlich Menschen dann sind. Also eigentlich würde ich da eher mit rausnehmen, dass es eine Form von Offenheit und Toleranz gibt, menschliches Verhalten oder menschliche Gefühle, Empfinden oder Meinungen zu erklären, als dass man sagen könnte, so, ich kann dich jetzt kategorisieren und du bist entweder Typ A, Typ B oder Typ C. Mhm. Also, wer sich da mit der Wissenschaft auseinandersetzt, glaube ich, ein Psychologe wird nie sagen, es gibt halt diese 5 Typen und fertig. Was ich zum Beispiel viel spannender finde, und darum bin ich in der Motivationspsychologie irgendwie gelandet, ist halt, was motiviert Leute, sich so oder so zu verhalten. Da will ich gar nicht die Leute nach Persönlichkeitsmerkmalen oder Eigenschaften irgendwie unterscheiden, sondern eher so gucken, was ist dann deren Motivation. Und dann gibt es da verschiedene Theorien und ich kann halt sagen, die Leute sind so oder so motiviert. Mhm. Oder halt zum Beispiel, was ich dann gemacht habe, diese Zielkonflikte zu untersuchen, die haben verschiedene Ziele.
belastet die das, wenn ich eigentlich zum Beispiel jetzt am Arbeitsplatz Hochschule in einem Bereich arbeite, wo ich immer so viele Ziele habe und ich sehe auch bei den Nachwuchswissenschaftlern, dass sie total hoch motiviert sind, aber es ist zu viel. Und dann eigentlich geht man ja davon aus, wenn die Menschen motiviert sind und die Ziele haben und selbstbestimmt verfolgen, also die wollen gute Lehre machen und die wollen in ihrer Forschung weiterkommen, dann muss ja eigentlich alles tutti sein. Mhm. Aber wenn das so viel ist, dass sie sich die Frage stellen, wie viele Stunden müsste ich denn dann in der Woche arbeiten, um das überhaupt alles umzusetzen, dann ist man halt, finde ich, bei einer total spannenden Frage, wie die mit diesen Zielkonflikten umgehen. Wenn du so spannende und so komplizierte Arbeit machst, die dir sehr viel Spaß macht, nehme ich an. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wie schaffst du es denn überhaupt noch, in der Politik dann so aktiv zu sein? Weil das kostet doch wahrscheinlich sehr viel Zeit. Hast du eine volle Stelle in der Uni? Mhm. Also, wie bist du, also diese Politikgeschichte hat sich daraus ergeben eigentlich, ne? Habe ich das richtig verstanden? Also aus diesen Ideen, die du mitgebracht hast aus Kanada, ist letztendlich auch entstanden, in die Politik zu gehen. Das waren so die Anfänge. Ja, es war so der Anfang mit dem glücklichen Zufall, dass ich halt nicht mehr irgendwie jeden Tag im Hallenbad war und da eine Gruppe hatte, die ich betreut habe. Das war weg, dadurch, dass du das Land verlassen hast für ein Jahr. Genau. Und dann konnte ich mir ja was Neues. Warst du nicht mehr Trainerin plötzlich? Ne? Genau. Hast du ein bisschen in Kanada auch nicht mehr so viel schwimmen gegangen? Vielleicht hat sich das so ein bisschen durch was anderes. Nee, in Kanada bin ich nicht mehr schwimmen gegangen. Ich bin damals noch viel laufen gegangen, weil ich damals den Hermannslauf gemacht habe mit meinem Papa zusammen. Das ist das Zweite, was bei mir in der Familie so gemacht wird, das Laufen gehen. Mein Vater läuft jedes Jahr den Hermannslauf und da habe ich den auch mal einmal mitgemacht. Auch als Ausgleich, weil wenn man gewohnt ist, so viel Sport zu machen, dann... fehlt das, ein bisschen unruhig oder... Genau, aber Laufen unmöglich. Ist halt praktischer, weil du kannst ja zu jeder Tages- und eigentlich auch Nachtzeit... Egal, wo du hast, keinen Hallenschlüssel. Genau. Wie schaffst du das alles? Ich habe gelesen, du machst ja total viel. Du machst ja, bist in der Uni in der Forschung beschäftigt, ja. Ne? Hast eine volle Stelle. Dann bist du hier der Parteivorsitzende der SPD. Dann bist du ja in ganz vielen Gremien auch drin. Ja, als Ratsmitglied. Ne? Genau, weil ich im Rat bin. Und dann kommen da ja so Ausschüsse und sowas noch dazu. Und du bist im Aufsichtsrat von einigen? Vom Mobil, also ÖPNV, und von der Bitel, das also hier der Telekommunikationsanbieter. Ja. Ja. Und dann bist du noch im Kuratorium von den Theater- und Konzertfreunden? Im Beirat der Theater- und Konzertfreunde und im Kuratorium der Universitätsgesellschaft. Das ist doch irre viel. Also du musst doch eine 100-Stunden-Woche haben eigentlich. Nee. Also man muss schon ehrlich sagen, die Entscheidung, eigentlich hatte ich halt dann vor, in die Wissenschaft zu gehen, also ne, zu forschen und zu lehren. Und als ich mir dann, ich bin jetzt seit einem Jahr Parteivorsitzender, das heißt so vor knapp anderthalb Jahren, habe ich mir überlegt, ob ich das machen möchte oder nicht, als klar wurde, da wird jemand neu, wird der Platz frei oder es stehen wieder die Wahlen an. In der Wissenschaft, das ist total spannend und das macht auch total viel Spaß. Aber letztlich schreibt man die Sachen auf und dann lesen andere Wissenschaftler die und dann schreibt man wieder was auf und dann lesen das wieder andere Wissenschaftler. Aber man bleibt so in dieser Scientific Community, wie das so schön heißt, unter sich und man kann nichts verändern. Da bewegt sich so wenig. Und darum habe ich gesagt, ich will eher das, was ich jetzt auch gelernt habe in meiner DIS durch meine Forschungsarbeit aus dem Wissenschaftssystem, ich will das eher mitnehmen und dann Gesellschaft an bestimmten Punkten verändern und das ist dann ein bisschen... Ja, für mich bewegt das mehr. Und darum habe ich mich für den Weg entschieden. Du vertrittst dann Bielefeld. Genau, das ist das in Erste. Berlin. Genau, ja, das Erste ist irgendwie, dass klar ist, wenn ich in den Bundestag komme, dann, weil ich das Direktmandat für Bielefeld errungen habe. Also ich habe keine Listenabsicherung, sondern ich bin dann die direkt gewählte Abgeordnete. Und dann ist das halt so ein bisschen Heimat nach Berlin tragen. Mhm. Also die Interessen, alles das, was hier in Bielefeld irgendwie dann läuft und wenn es dann irgendwelche wichtigen Themen gibt, dann bin ich diejenige, die dafür ansprechbar ist und die das irgendwie dann weitergibt. Also das ist so das Erste, was ich gut finde. Also wenn ich was ganz Wichtiges mit Frau Merkel zu besprechen habe, wenn sie denn dann noch weiter regiert, dann ja, das wird ja Martin Schulz dann sein. Aber wenn du was Wichtiges hast... Du meinst, dass Martin Schulz die Wahl gewinnt? Ja, meinst klar. Du? Das musst du sagen, weil du... Ich muss das nicht nur sagen, ich muss das auch meinen. Du meinst das. Ja. Du musst an die eigenen Wahrheiten auch glauben, ne? Glaubst du, dass es wirklich funktioniert? Ja, also meinst das du? Ist mehr als offen. Was meint das Publikum? Gewinnt Martin Schulz? Die Daumen gehen hoch, ja. Mehr Daumen oben auf jeden Fall, einer unten. Das ist vorher, dein Techniker. Wie viel Geld hast du denen denn? Wie viel Geld hast du denen denn bezahlt da draußen, dass sie das jetzt sagen? Wir sind mit Alkohol gefügig gemacht worden. Das ist doch die Überzeugung. Was? Aus Überzeugung? Ja. Nein. Hast du ihn schon kennengelernt?
Ja, der war ja in Bielefeld im Februar bei einem Arbeitnehmerkongress. Natürlich nur irgendwie relativ kurz oder so, aber so für Aber ein ihr habt Hände Foto. geschüttelt und so? Genau, und schön im Foto festgehalten. Das ist ja Bierchen heutzutage getrunken? ganz wichtig. Nee, mehr so in einer Traube von Menschen gestanden. Also du Genau. hattest nur wenige Minuten quasi so eine Art Sekunden, sagen wir lieber Sekunden nur. Sekunden. Ja. Ja, genau. Ja, das ist ja momentan, ne? Durch diesen Riesenhype ist der ja ständig umringt von zig Leuten. Das ist jetzt der Heilsbringer quasi. Was kann der Gucken wir mal. besser? Also was. So in kurzen Worten, was würde Martin Schulz besser können Nee, als Armee? andersrum. Also was mir wirklich immer wichtig ist, ist, da habe ich aber auch schon vorher in den letzten Jahren immer gesagt, wir sind Programmpartei und nicht Kanzlerwahlverein. Diese Stadt ist Ja. ja voll plakatiert mit Wahlwerbung. Ne? Wie gut kennt ihr die Parteien und wie gut kennt ihr vor allen Dingen das, was die Parteien so versprechen für die Landtagswahl? Ne? Kennst du Auf dich den damit aus? Auf den Plakaten. Plakaten. Jetzt wird's peinlich. Jetzt wird es spannend vor allen Dingen, weil das, was ich natürlich beweisen kann damit, ist, man kann es gar nicht auseinanderhalten. Also ihr müsst jetzt, ihr könnt euch zusammentun, ihr könnt auch etwas näher rücken. Ihr habt eine Stimme pro Statement und du hast auch eine Stimme. Und ihr dürft Ja. natürlich nicht vorsagen, ne? Wir können euch zwar nicht hören, aber wenn ihr jetzt so, ne? Da, ne? Muss jemand jetzt mal hier, wer ist denn hier der Rechtsbeirat? Ihr schreibt eine Partei auf, ihr könnt dann die Zettel wiederverwerten, weil so viele Parteien gibt es ja nicht, ne? Ja. Und dann gucken wir mal, wer es weiß, Okay. ne? Du liest es vor und ich muss sagen, wo es dazu gehört. Genau, aber du Ja. musst erst die Zeit Antwort lassen, lassen. ne? Du musst denen Zeit Ja. lassen, ne? Wie wäre es denn mal, wir fangen doch mal an mit beherzt regieren. Weniger Ja, Hass. das weiß ich. Du weißt es? Ja, sicher. Was glaubt das Publikum? Ihr dürft euch beraten. Beherzt regieren, weniger Hass. Wer verspricht uns das für die Landtagswahl 2017? Das Publikum hat eine Antwort. Habt ihr eine Antwort? Jetzt muss ich sagen, Du erst musst muss es ich, erst ne? sagen, Ja, genau. das ist eigentlich beherzt regieren. Ne, erst weniger. Und ist das in der Reihenfolge? Also die Ja. Grünen. Erstens beherzt regieren, zweitens weniger Hass. Ist korrekt. Das habt ihr auch, ne? Ja. Yay, das war leicht. Publikum ein Punkt, Wiebke Esther ein Punkt. Ne? Wie ist denn zum Beispiel es mit dem schönen Spruch für Sie in den Landtag? Darf ich Mehrfachnennungen machen? Wer will denn für uns in den Landtag? Für Welche Sie? Partei? Für Sie in den Landtag? Ich glaube, das ist die CDU. Es ist die CDU, sagst du? Und was sagt ihr? Ihr dürft den Zettel zeigen. Was hast du draufgeschrieben? Nix. Nix. Der war Ja, weiß. für Sie in den Landtag ist CDU. Das ist richtig. Publikum immer Mehr nur ein Inhalte haben die Punkt. halt Nee, nicht. das ist wirklich toll. Da habe ich mich auch sehr gefreut über diesen schönen Spruch. Für Sie in den Landtag ist nämlich Birgit Ernst. Und die hat tolle Klamotten an. Also wirklich, ich weiß nicht, wer das Ja, für die ausgesucht hat, 90er aber Jahre ist das ganz das ist passend. der Knaller. Echt einen hellblauen Blazer. Ist schon toll. Für Sie in Ja. den Landtag. Aber gut, ne? Wer sagt denn zum Beispiel Protest wählen? Wer hat das denn auf seinem Plakat stehen? Was glaubt ihr, wer hat Da Protest gibt es auch wählen? mehrere mit Sicherheit. Ich habe es nur einmal gesehen. Ich habe es nur einmal Ja. gesehen. Was glaubst du? Die Linke. Was glaubt das Publikum? Oder Piraten. Da kennt sich aber jemand aus. Piraten ist richtig. Ja, Publikum, zwei darum Punkte. arbeitet der ja bei mir im Büro in der Der SPD. hat, du kennst sie alle, ne? Leute, ihr müsst mal ein bisschen, von der Seite brauche ich auch noch mal eine Meinung, ne? Das hier sind die Profis. Die haben das wahrscheinlich alles auswendig gelernt vorher. Ich habe das aber nicht gesagt, was wir heute hier machen. Wer sagt denn zum Beispiel mit uns für dich? Mit uns für dich. FDP? Linke. Ich habe FDP gesagt. Du sagst FDP? Die haben die Linke geschrieben. Ja, das Publikum hat recht. Das Publikum hat Oh! recht. 3 Punkte für das Publikum. 2 für dich. Ne? Habe ich schon zwei? Ja, stimmt, ich Du habe hast zwei. zwei. Das Ja. Publikum hat 3. Ihr habt aufgeholt. Ja. Ne? Mach mit, damit sich wirklich etwas ändert. Welche Partei verspricht uns das für die Landtagswahl? Oh Gott. Mach mit, damit sich wirklich etwas ändert. Das ist jetzt. Darf ich jetzt schon? Ja? Wenn das Publikum Zettel geschrieben Ist das hat, Publikum soweit? das Publikum ist ratlos. Ja, die wollen nicht. Ihr könnt raten, einfach raten, ist egal. Ihr habt ja nichts zu verlieren, ne? Es gibt keinen Punkteabzug. Ja, ich würde sagen, es ist die FDP. Was hat der? AfD gemacht. Nee, das ist zu konstruktiv für die FDP, für die AfD. Ich habe noch mal was vorbereitet. Mach mit, damit es wird was enden, weil Oh. ich glaube, die AfD wird. Danke. Dankeschön. Ganz, cheers. Cheers, Siebke.
Ich glaube, es ist Prost, FDP. Liebes Publikum. FDP und draußen sagen sie, es ist die MLPD. Ach. Oh. Ja, weil die so große Chancen haben, in den Landtag einzuziehen. Ja. Und die haben auf jeden Fall interessante Sprüche auf den Plakaten, das muss man sagen. Das stimmt. Zusammenhalt über Generationen, wer verspricht uns das? Zusammenhalt über Generationen. Das wird zu uns passen. Was meint das Publikum? SPD, ja. SPD, ein Punkt für das Publikum, ein Punkt für Nicke Esther. Das wäre aber jetzt auch peinlich gewesen. Wirklich, das hätten wir rausschneiden müssen. Nein, rausschneiden muss man das nicht. Ich baue meine Politik auch nicht in erster Linie auf den Sprüchen, auf den Wahlkampf. Nicht so, ne? Nee. Also es ist wirklich schwer. Das fällt euch wahrscheinlich draußen auch schwer. Also so wie mir. Ich habe manchmal auch mich gewundert, wenn man wirklich tatsächlich zwei Seiten sammelt, dann denkt man hinterher, man kann das durcheinander würfeln und die meisten Sachen könnten zu allen passen. Es geht um unser Land. Wer sagt das? Das sagt die FDP. Das sagt die FDP. Publikum nickt aber auch sofort. Ja. Wusstet ihr das? Es geht um unser Land. FDP. Für Sie, für dich, für Bielefeld? Das ist Vincenzo Corpatino. Das war schnell, ne? Aber der ist super, auch ganz schön präsent plakatiert, muss ich sagen. Gemeinsam geht's besser, gib mir den Rest. Wer könnte das denn wohl? DKP? DKP? Wir haben die plakatiert? Gibt's die? Ja, gibt's. Hab ich noch gemeinsam nicht geht's besser. Und dann? Gemeinsam geht's besser, gib mir den Rest. Die Partei könnte auch sein. Was hat das Publikum? Gar nichts. Das steht auf den Mülleimern in der Bahnhofstraße. Ja, wenn du den Mülleimer wählst. Ja, ich will den Mülleimer. Gib mir den Rest. Das heißt Müllmilch steht da drauf. Wenn man durch die Stadt geht und Wahlplakate abfotografiert und Sprüche aufschreibt, dann und man sieht plötzlich einen Mülleimer, wo drauf steht, gib mir den Rest oder gemeinsam geht's besser, dann denkt man, och, das hätte jetzt auch bei irgendeiner Partei stehen können. Ja, aber ne? War kein Gesicht drauf abgebildet, oder? So ein fröhlicher Mülleimer halt. So ein Smiley noch. Zusammen für Bielefeld, wer hat das geschrieben? Das ist die Linke. Die Linke, was sagt das Publikum? Das Publikum zuckt die Schultern. Also es gibt nämlich zusammen für Bielefeld. Bei den Linken gibt es ein Wahlplakat, wo alle drei Kandidaten zusammen drauf sind. Und da würde das drunter passen. Und sonst haben die ja alle einzeln. Stimmt, das würde passen. Aber es steht wo? Auf den Mülleimern in der Bahnhofstraße. Zusammen für Bielefeld, das steht da wirklich drauf. Ist doch großartig, oder? Man fragt sich, ob die Firmen, die die Wahlplakate machen, auch dieselben Firmen sind, die die Mülleimer-Werbung gemacht haben. Ja, vielleicht im Rest des Jahres müssen sie sich ja auch um irgendwas kümmern. Das beste Programm heißt Realität, hatten wir das schon? Ja, das ist von der AfD, ist zwar gelogen bei denen, aber das musst du ja jetzt haben sie da stehen. Nee. Was? Also wenn die eins nicht machen, dann Realität. Ach, echt? Jetzt bin ich so enttäuscht. Ja. Du holst mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Das glaube ich dir nicht. Ein Applaus für das Publikum. Und einen Applaus für Wiebke Esther. Ich habe mehr Applaus gekriegt. Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, wir sind ja auch, ne? Weniger. Ja, so das viel. Das nennt ne? man auch im Psychologiestudium, diese Mengenverhältnisse. Da muss man aufpassen mit, oder wie? Nee, das so dann, ne? Ist ja, Statistik ist ja vor allem irgendwie immer Mengen. Wir haben drei Personen gefragt. Ja. 50%. Dann, genau, wir haben drei Personen gefragt, 50% sagen. Genau, dann weißt du schon, irgendwas stimmt. Ist dann nicht repräsentativ, ja. Ne? Okay, das Publikum draußen, wenn ihr Fragen an Wiebke Esther habt, dürft ihr sie gerne auf einen Zettel schreiben. Wir freuen uns. Also vor allem die Sachen, die wir nicht beantwortet haben. Da liegen da schon welche. Da steht da was drauf. Da steht was drauf. Hat jemand was geschrieben? Ist nicht gut? Nein. Ist keine gute Frage? Ihr dürft noch mal überlegen, also was wir nicht beantwortet haben. Was möchtet ihr zum Beispiel von einer SPD-Politikerin, die bald vielleicht in den Bundestag einziehen wird? Ne? Wie stehen die Chancen? Ich bin sehr optimistisch. Ich meine, Bielefeld ist für SPD ja immer ein ganz gutes Pflaster gewesen. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass meine Partei ganz gut aufgestellt ist, dass wir ordentlich Wahlkampf machen. Ja. Hast du schon Fotos machen müssen für Plakate? Ja. Und was steht bei dir drauf? Weiß man das schon? Was draufsteht, steht noch nicht fest. Ah, okay. Aber das Foto steht schon fest. Ich kann schon verraten, ich werde eine blaue Bluse tragen. Eine blaue Bluse? Ja.
Aber nichts Hellblaues. Nein. Das ist so das. Das okay. Passt so. So. Mhm. Genau. Und dann habe ich gesagt, ich will ein sehr, sehr freundliches Bild. Also nicht nur freundlich lachend. Ich werde sehr doll lachen. Mhm. Weil ich gedacht habe, das sieht man jetzt auch wieder, alle gucken so gleich. Mhm. So. Ja, das wollte ich nicht. Ja. Ob das gut ankommt, ob das dann gut ankommt, müssen wir mal abwarten. Also ein bisschen riskanter ist es schon. Ja. Aber ich wollte nicht langweilig. Okay. Ja, das wird auch nicht passen, glaube ich. Ja, das ist das, was mir meine Freunde, als ich hatte dann zwei zur Auswahl, gesagt haben, das würde zu mir passen, das wäre authentisch. Und dann habe ich gesagt, dann können wir das nehmen. Weil wenn die Leute es dann nicht mögen, dann mögen sie mich auch nicht. Ne? Also wir sind vor allen Dingen bin ich gespannt, nicht nur auf das Outfit, da habe ich jetzt eine Idee, sondern ich bin gespannt auf den Spruch, der dann drunter steht. Ja, da gibt es momentan verschiedene Entwürfe und da müssen wir noch aufdrucken. Ah, okay. Also wie gesagt, du hast ja jetzt ein paar Beispiele schon gehört, die man auch für Abfallentsorgung benutzen kann. Also musst du der Spruch, der bei dir steht, ein bisschen besser. Wäre eine ganz coole Ironie eigentlich, wenn man einen Spruch nehmen würde, den die Leute dann nicht nur auf meinem Wahlplakat, sondern auch noch auf dem Mülleimer an der Stadt. Würde da die Opposition nicht irgendwie das benutzen wollen? Ja, wenn's jemand rausgibt, wenn du es jetzt rausschneiden würdest, würden sie es gar nicht merken. Aber das mit dem Mülleimer finde ich ja nach wie vor krass. Das ist echt krass, ja. Ich werde wahrscheinlich ab nächster Woche oder ab morgen, wenn ich durch die Stadt laufe, immer nur auf diese Mülleimer. Ja, dann hast du auf jeden Fall Spaß. Ja, werde ich mich immer daran erinnern, dass wir zusammen im Bett saßen. Hast du nicht Sorge, wenn du in so einem Bett liegst beispielsweise, dass dir das irgendwie falsch ausgelegt werden kann? Oder aber es gibt ja offenbar andere Leute, die haben da Angst vor, sich in so ein Bett zu legen. Ja, ich glaube, das muss schon... Ich bin das so harmlos. Ja, wer weiß, was alles unter dieser Bettdecke noch passiert. Das sehen ja die Zuschauer nein, nicht. Aber ist es... das ist natürlich, das muss jeder für sich irgendwie entscheiden. Aber ehrlich gesagt hätte ich da überhaupt keinen Bock drauf. Und ist das auch eine Entscheidung irgendwie, die ich für mich jetzt zum Beispiel auch gerade, als ich Parteivorsitzende geworden bin, getroffen habe, so, dass ich eine Idee habe, wie ich diese Rolle ausfüllen will und wie ich das machen will. Und dass ich natürlich immer eine Offenheit haben muss, irgendwie mit Leuten, die mich gut kennen und die mir ehrlich Feedback geben, Sachen nochmal zu justieren, nachzureflektieren, zu gucken, wie man was machen will. Aber ich werde diesen Job nicht so machen können, dass ich immer alle glücklich mache. Mhm. Und das werde ich als Politikerin, wenn ich im Bundestag bin oder wenn ich jetzt im Rat sitze oder sonst irgendwas, auch nicht machen. Und ich glaube nicht, dass man die besseren Entscheidungen trifft, wenn man sich Gedanken darüber macht, was halten die anderen Leute davon. Sondern man muss schon irgendwie dann das... an dieser Sache orientiert sein und sagen, was ist eigentlich mein inhaltlicher Kompass und warum kann ich das vertreten, so zu entscheiden oder so zu entscheiden. Also authentisch bleiben ist wichtig und nicht irgendwie alles kontrollieren. Ja, vor allem auch für einen selber. Also vor allem für einen selber, damit man dann auch damit zufrieden und glücklich ist. Weil ich meine, im Moment noch mache ich das ja nun auch irgendwie alles im Ehrenamt und alles irgendwie so nebenbei in meiner Freizeit. Und dann soll es ja schon auch Spaß machen. Kriegst du Hasskommentare in den sozialen Medien oder auf anderen Plattformen? Ja? Ja. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen lief einen WDR-Beitrag über mich, wo es darum ging, dass Menschen, die sich in ihrer Freizeit gegen rechts engagieren, immer mehr bedroht werden. Und da hat es halt auch Vorfälle bei mir in der Vergangenheit gegeben, weshalb ich zum Beispiel eine Auskunftssperre über meine Wohnadresse habe. Es gibt Pressemitteilungen, die ganz irgendwie explizit nichts anderes zum Inhalt haben, als irgendwie gegen mich irgendwie zu schießen und mich irgendwie runterzumachen. So, und das wurde da halt aufgenommen. Also war das erstmal schon mal der Anlass, dass gedreht wurde. Und dann lief diese Sendung beim WDR gerade 10 Minuten. Da habe ich schon die ersten Nachrichten gekriegt bei Facebook, dann nicht als Kommentare, sondern selber irgendwie. Links und unten drunter bei meiner Facebook-Seite auch, ja klar. Aber das kann man dann eigentlich auch meistens nur ignorieren, weil meistens ist das schon in so einer Form geschrieben, dass man weiß, die Leute haben sich nicht wirklich inhaltlich mit irgendwas auseinandergesetzt und noch nicht mal irgendwie darauf geachtet, einen geraden Satz zu bauen oder irgendwie Rechtschreibung oder sonst irgendwas gemacht zu haben. Mir tut das dann ehrlich gesagt in erster Linie für diese Menschen immer leid, weil ich denke, da sitzt halt jemand, der irgendwie gerade so schlecht drauf ist und der so unzufrieden mit seinem Leben ist, dass er meint, er muss seine Zeit damit verbringen, jemanden, den er nie gesehen hat, meistens sind das auch Leute, die gar nicht in Bielefeld wohnen, also in einer ganz anderen Stadt leben, hat er nur irgendwie einen Beitrag auf dem WDR gesehen, den er schlecht findet und muss mich dann beschimpfen. Das ist ja kein glückliches Leben. Das tut mir eigentlich fast schon ein bisschen leid für die Leute.
Kannst du so Reden halten, die so, so diese politischen Wahlkampfreden? Das kennst du ja wahrscheinlich besser als ich, dass Leute so in so einem Wahlkampfmodus irgendwann fallen. Politikerinnen und Politiker. Erst erzählen die so ein bisschen was und zum Thema. Plötzlich, wenn Wahlkampf ist, ne, ich kenne das von den CSD-Geschichten, plötzlich verfallen die in so einen Modus und dann fangen die an, irgendwie lauter zu werden, anders zu gestikulieren und dann so gewisse Sätze, die sie vorher gelernt haben, auswendig zu sagen. Ja, du willst jetzt von mir hören, ja, das mache ich auch. Nee, ich finde es sehr sympathisch, wenn du sagen würdest, da will ich nichts mit zu tun. Nee, ist auch so. Du hast natürlich irgendwie, wenn du gerade im Wahlkampf bist, das merke ich halt jetzt auch, ich muss ja im Prinzip alle Themen abbrechen können. Ich war jetzt mehrfach schon auf Podiumsdiskussionen in Schulen, von der Legalisierung von Cannabis irgendwie bis hin zu irgendwie Bürokratie in der Pflegeausbildung über, was weiß ich, irgendwie Straßenverkehrsprojekte irgendwie in Bielefeld. Wirst du bei allem angesprochen. Und natürlich gibt es irgendwie Themen, irgendwie, wo du sagst, da stecke ich jetzt nicht im Detail drin, habe aber eine grobe Idee. Und dann ähneln sich die Sätze, die du dazu sagst, natürlich irgendwie mehrfach. Und dann ähneln sich auch irgendwie die Antworten im Sinne von, ich nehme das mal mit und mach so. Das hat man ein bisschen ja drin. Aber was ich, glaube ich, nicht habe und auch nie haben will, ist, wenn dann Wahlkampf ist, dass ich dann meine, ich muss mich jetzt mal hier gerade hinsetzen, so lauter reden und dann so. Ich bin nach oben gefahren so worden. Dann machst du so eine Bewegung, die lernt man in so einem Kurs, so wie Vera in Feen macht ja auch immer so Bewegungen. Das hat die in so einem RTL-Workshop wahrscheinlich gelernt. Okay, das habe ich so noch nicht. So und so zum Beispiel, sie würde dann so in die Kamera so zeigen. Ne? Nee, das habe ich nicht. Sie würde zum Beispiel, sagt sie dann immer, viel Spaß. Nee, das habe ich nicht. Weil das ist ja eine normale Bewegung. Wenn wir jemandem viel Spaß wünschen, machen wir immer so. Ne? Natürlich, viel Spaß. Ja, oder ich glaube, sie macht den Daumen so. Nee, ich glaube. Spaß. Aber es gibt doch bestimmt solche Workshops, oder? Ja, gibt es, klar. Was ich mir angewohnt habe, ich bin, glaube ich, generell eher so ein bisschen der hibbelige Typ. Also, dass ich hier eigentlich so und dann eher so ein bisschen aufpassen, dass man seriöser wirkt, wenn man jetzt nicht hier noch die ganze Zeit zeigt, was man machen will. So, das also vielleicht weniger so ein bisschen Handbewegung als mehr. Genau. Wir machen mal ein paar persönliche Sachen. Das Publikum hat ein paar Fragen, die können wir mal mit reinnehmen. Ja. Was schaust du gerne im Fernsehen an? Klassischerweise schaue ich, je nachdem, wann ich nach Hause komme, entweder Heute-Journal oder Tagesthemen. Das ist so das Haupt, also glaube der ganz, ganz große Teil, wenn ich Fernsehen gucke, ist das. Was ich super finde, ist die Anstalt. Mhm. Das ist so meine Form von Humor. Mhm. Und sonntagsabends Tatort. Seit Jahren schon. Das ist sonntagsabends. Wenn ich dann noch nicht mit Essen oder sonst was fertig bin, werde ich nervös. Du gehst gerne ins Theater? Was guckst du am liebsten? Ja, ich gehe gerne ins Theater, gucke eigentlich von bis, bin nicht so der Operntyp, das ehrlich gesagt, aber sonst also von klassische Stücke bis zu den modernen auch ganz gerne, was wir hier im TAM oder TAM 3 sogar diese ganz kleinen Sachen haben. Mhm. Das auf jeden Fall auch ganz gerne. Was wäre für dich, was bedeutet für dich die größtmögliche Freude, 50 Euro auszugeben? Saunatag mit Massage. Da kommst du mit 50 wahrscheinlich nicht so richtig hin. Aber das wäre, glaube ich, momentan so, abgesehen von Urlaub, aber da kommt man mit 50 Euro auch nicht weit. Angenommen, du solltest ein Lied aussuchen, was dein ärgster Feind oder deine ärgste Feindin den Rest des Lebens hören muss. Was wäre das für ein Lied? Also eins, das ich ganz schlimm finde. Mhm. Scooter, How Much Is The Fish? Ist das Publikum erschrocken? Mein Freund sagt gerade, es ist ein großartiges Lied. Hauptsache, ich bestimme heute Abend noch über die Musik, die wir zu Hause hören. How much is the fish? Wenn du 30 Sekunden Aufmerksamkeit hättest von der ganzen Welt, was würdest du sagen oder machen? Ja, jetzt wird es pathetisch, ne? Aber wenn man die ganze Welt irgendwie hat, dann will man natürlich in erster Linie irgendwie den Leuten mal sagen, wie viel besser die Welt wäre, wenn sie nicht Feindbilder aufbauen würden, um dann in Kriegen oder bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen oder bis hin zum Nachbarschaftsstreit sich irgendwie an anderen Menschen abarbeiten. Weil, und das hatten wir eben auch schon mal, weil ich so überzeugt davon bin, dass es einem selber oder den Menschen, die andere anfeinden, ja auch nicht gut geht. Mhm.
Also man hat ja kein positives und gutes Lebensgefühl, wenn man sich damit beschäftigt, anderen Menschen das Leben schwer zu machen, die zu beschimpfen oder gar noch schlimmere Sachen zu machen, wie Krieg zu führen oder sonst irgendwas. Also ein Appell würdest du an die Appell Menschen? An ein friedliches Miteinander, mit vielleicht der Bitte, dass jeder da einfach mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, ob es nicht irgendwie das eigene Leben dann auch besser machen würde, weil ich davon überzeugt bin. Genau. Ist Deutschland dein Land oder würdest du gerne in einem anderen Land leben, wenn du könntest? Wenn du alles so weitermachen könntest wie jetzt, du nimmst deinen Beruf mit, deine Politik mit, würdest du lieber in einem anderen Land leben? Nee, da ist einfach Bielefeld schon meine Stadt. Wenn wir alles weitermachen könnten und wir könnten Bielefeld verlagern, und die Stadt Bielefeld würde nach Skandinavien, dann kann ich mir das vielleicht ganz gut vorstellen. Achso, Bielefeld quasi so einmal ausstechen, so, ne, am Rand und dann in Skandinavien, obwohl die Winter so dunkel sind und der Alkohol so teuer. Ja, aber da ist zum Beispiel der Sozialstaat in so vielen Ländern besser. Ja. Also die Norweger zum Beispiel sind meiner Meinung nach mit dem, was sie an Ölreichtum haben und an Politik dann da umgesetzt haben, sehr vorbildlich umgegangen. Mhm. So. Das, da würde ich Bielefeld schon hin verpflanzen, wenn das wäre. Aber eigentlich, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geht es uns in unserem Wohlstand und dem, was wir haben, auch so gut. Da finde ich manchmal eher so ein bisschen, hat sich leider so die Stimmung so ein bisschen, auch nachdem irgendwie die Geflüchteten gekommen sind, wo ich immer noch der Meinung bin, das ist eine total große Herausforderung, aber das ist ja nichts, was wir nicht schaffen. Mhm. Und das ist auch irgendwie eine sehr kleine Herausforderung im Vergleich zu anderen Sachen, die wir historisch schon hatten. Also, ne? Wir haben, glaube ich, irgendwie mehr als 30 Mal so viele Flüchtlinge gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie, die dann auch irgendwo unterkommen mussten. Das eigentlich geht es uns noch ganz gut. Ich glaube, wir könnten als Deutschland manchmal ein bisschen mehr Lebensmut und ein bisschen mehr Freude, positive Stimmung und auch Dankbarkeit für die Situation, die wir haben, eigentlich an den Tag legen. So, jetzt müssen wir mal ein jetzt bisschen... Wir, okay, erstmal so die Bettdecke ordentlich. Wie schläfst du zu Hause? Schläfst du auf mit offenem Seite. Fenster? Ach so, im Sommer ja, im Winter nein. Also jetzt ist so langsam der Zeitpunkt, jetzt wo es so warm war neulich, da hatte ich dann schon wieder offen, jetzt wieder nicht, wo es so kalt war. Und schläfst du gut? Ja, allermeistens schon. Das ist ja geil. Das lässt sich komplett alles nach unten. Da kann man immer so rauf und runter machen. Und dann kann man sich nachher einreden, man hätte hier die Seitenmuskulatur bewegt und geübt, weil man immer rauf und runter gemacht hat. Eigentlich sind die Übungen nicht total ansprechend. Das ist jetzt die Vorführung. Du weißt ja, dass gleich noch der Vertrag unterschrieben werden muss. Ja. So hätten wir eigentlich auch reden können, ne? Ja, also, guck mal, das wäre auch ganz cool gewesen. Guck mal, jetzt kommt hier noch... Warte mal, Haare. Und während Wiebke und ich nochmal die Bauch-, Seit- und Rückenlage ausprobieren, neigt sich Folge 8 langsam dem Ende. Welchen Promi möchtet ihr gerne einmal live in den Bielefelder Bettgeschichten erleben? Schreibt es mir in die Kommentare und abonniert die Show auf YouTube und Facebook. Kommt doch einmal bei einer der nächsten Produktionen bei uns am Schaufenster vorbei. Alle Termine dafür und weitere Bettgefährten findet ihr auf meiner Internetseite. Wir sehen uns schon bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, euch eine schöne Zeit und träumt von Liebe, Sommer und Sonnenschein.